Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Für die Wii U. Das letzte Mal haben wir die Sandkuchenwüste fast abgeschlossen. Und ich denke mal, jetzt habe ich Mopsy hieß er. Mopsy werde ich diesmal nicht einfangen. Denn wir haben noch am Ende, das hat man im Zusammenschnitt gesehen, nochmal hier alle regulären Sternmünzen eingesammelt und den geheimen Exit dieser Welt freigeschaltet. Und den wollen wir uns erstmal angucken. Dieser scheint in die Schneewelt zu führen. Da haben wir Sandkuchenwüste, Eisblock. Piranha-Pflanzen auf Eis. Mit 57 extra Lives geht's voran. Ich bin sehr gespannt. Offensichtlich ist es ziemlich rutschig. Wer hätte damit gerechnet? Ah, Moment. Ich sehe schon, dass die da hier so... Ah, Moment. Kann ich das... Uiuiui. Das sind mir ein bisschen viele, muss ich gerade ganz ehrlich so sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich will da nichtsdestoweniger runter. Oh, fuck that. Okay, gut, dann warten wir hier noch. Schauen wir mal, guck. Ich hoffe, ich... Oh nein, 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 ah, nein. Okay, also muss ich offensichtlich schnell reagieren. Ich hätte mein Flughörnchen aufheben sollen. Da unten ist... Nein. Da hätte ich bestimmt reingemusst. Ich denke, das werden wir dann gleich nochmal wiederholen. Ich werde da nicht extra nochmal dann einen Zusammenschnitt machen. Aber ich brauche eine Koopa-Shell. Koopa-Shell? Habe ich alle Koopas schon erledigt? Na super. Das funktioniert ja schon prima. Okay, also offensichtlich sollte ich hier nicht zu viel rumeiern. Denn ansonsten wird es mir ganz offensichtlich schlecht ergehen. Oh, da oben. Ja, dankeschön. Noch eine Feuerblume. Das ist sehr schön. Den Koopa nehme ich mit. Und jetzt schaue ich erstmal, was in dem Block da drin ist. Im besten Fall haben wir da nämlich irgendeine Ranke oder sowas. Oder ein extra life. Okay, gut. Whatever. Niesen. Aha. Diesmal nicht, junge Dame. Da haben wir auf jeden Fall eine Sternmünze. Ich bleib lieber mal... Okay, gut. Jetzt kann ich hier ruhig durch. Uiuiui, das war Skill pur. Und das war tatsächlich die zweite. Also haben wir tatsächlich eine Sternmünze verpasst. Das war 100% die Röhre am Anfang. Nein. Uiuiuiuiuiuiui. Gott. Ah, egal. Weiter geht's. No. Ah, das ist die nächste. Scheißen Dreck. Oh, so ein Mist. Da komme ich nimmer ran. Nee, auf keinen Fall. Ah, so ein Murks. Das war ziemlich blöd. Oder vielleicht mit dem Koopa. Nee. Ich dachte mit einem gut platzierten Koopa vielleicht, aber offensichtlich war mir das nicht vergönnt. Und jetzt geht mir auch die Zeit aus, für hier noch weiter rumzueiern. Deshalb gehen wir erstmal ins Ziel. Das war echt blöd. Da sind einige ziemlich knappe Jumps vonnöten. Wir werden das dann gleich nochmal probieren, allerdings nicht als kleiner Mario. Und offensichtlich... Haben wir da einen direkten Weg? Wo führt das hin? Da unten entlang? Durch die Höhle? Über noch mehr Pilze? Ach, das geht auch wieder zurück in den Dschungel. Okay, das heißt, diesen Weg muss ich gar nicht großartig weitergehen. Sondern wir gehen da einfach nochmal rein. Diesmal allerdings... Ich will den ausprobieren. Ich will wissen, was der macht. Einfach, damit man den mal gesehen hat. Bevor ich ihn irgendwann brauche und ich nicht weiß... Ah, das ist ja geil. Okay. Also es ist wirklich so ähnlich wie der P-Flügel im Super Mario Bros. 3. Das macht auch, hat auch den gleichen Soundeffekt. Okay. Wo war denn die Röhre? Die war da. Gehen wir da mal rein. Sehr praktisch. Ah, okay. Gut, da haben wir die erste Sternmünze. Und mit dem Pi, Waschbär. Ah, spiel du mich auch.
Okay, das war nur diese Röhre. Oh Gott, wie blöd. Okay. Boah, schaut euch das an. Schaut euch diesen übermäßigen Skill an. Oh, verdammt. Egal. Wow. 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 Ich bin von mir selbst begeistert. Ganz ehrlich. Ich bin gerade echt von mir selbst begeistert. Muss ich ja mal mir selbst auf die Schulter klopfen. Und damit haben wir alle Sternenmünzen der Sandkuchenwüste gesammelt. Schön. Sehr gut. Vielleicht wollen wir jetzt doch noch Mopsy einfangen, denn der könnte eventuell wieder ein Pi-Dingens haben. Ein Pi-Anzug. Der ja offensichtlich ziemlich nützlich ist. Fangen wir doch mal Mopsy. Ich muss übrigens mal dazu sagen, ich habe ja jetzt, man merkt es vielleicht, ich probiere mit dem Kanal im Moment wieder ein bisschen was Neues aus, als mit meinem Herr Decay-Kanal. Und ich will auch mit dem Neuen wieder ein bisschen was Altes ausprobieren. Wir haben Mopsy schon geschnappt. Ich hatte ja immer, da erinnert sich bestimmt der ein oder andere dran, früher immer mein kleines Sprüchlein am Ende jedes Parts. Und ich möchte den wieder vielleicht einführen. Wenn ihr das Sprüchlein noch kennt, schreibt ihn doch einfach mal in die Kommentare. Ich habe den an jedem Ende von jedem Let's Play Part gebracht. Und ihr könnt mir ja sagen, ob ich den wieder bringen soll. Einige haben sich schon ein paar Mal gewünscht. Oder nicht. Dann werde ich in zukünftigen Folgen wieder schön mein Sprüchlein aufsagen. Jetzt gehen wir erstmal zum Minzmeer. Und ich gehe da zuerst hin, weil ich ganz einfach die Wasserwelt hinter mir haben möchte. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die dritte Welt ist oder nicht. Das ist mir auch relativ bums. Aber ich will einfach die Wasserwelt weg haben. Ganz ehrlich. Minzmeer 1. Oh, okay. Also wir haben hier wieder... Was seid ihr denn? Oh, kleine Krabbis. So. Nein. So. Ah, ich krieg hier also... Schwimmen, das muss ich jetzt mal kurz ausprobieren. Ja, die schwimmen wieder nach oben. Okay, also das ist wie im Wii-Teil, dass eingefrorene Gegner unter Wasser nach oben quasi treiben. So, welche von diesen Röhren gibt mir ein Secret, hä? Welche? Du? Nein. Du? So zumindest... Oh, Moment. Vielleicht gar keine, denn da haben wir schon die erste Münze. Okay, gut. Da haben wir noch ein Blümchen. Also das sind die Münzen, die erscheinen, wenn ich drüber laufe. Das kennt man auch noch aus dem vorherigen Teil. Da haben wir noch mehr Eispflanzen. Meine Güte. Oh! Wow, das war natürlich geplant. Mensch, das wird hier, glaube ich, die Skill-Folge schlechthin. Ganz ehrlich. Und jetzt renne ich natürlich in die nächstbeste Piranha-Pflanze. Macht aber nichts. So viele krasse Manöver, wie ich hier in dieser Folge schon durchgeführt habe. Das ist schon echt nicht mehr feierlich eigentlich. Ich habe das Gefühl... Ich kann mir schon was vorstellen. Aber dazu darf ich mich von dir erstmal nicht treffen lassen. So. Und dann will ich hier... Genau. Habe ich schon mit gerechnet, dass hier eine Pflanze ist. So. Okay. Geht das? Nee, das geht überhaupt nicht. Nee, da ist nichts. Okay. Haben wir da unten vielleicht was? Einfach mal zu gucken. Münzen? Okay. Wow. Komm, geh aus dem Weg. So. Noch mehr Münzen? Na gut, okay. Das hat sich jetzt nicht allzu sehr gelohnt. Aber man... Danke. Man will ja nicht meckern. Nee. Komm. Ich dachte, die Fontänen verschwinden vielleicht noch. Da unten will ich rein. Da will ich, glaube ich, definitiv rein. Schauen wir mal. Jawohl. Ich habe das Spiel schon gnadenlos durchschaut. Für ein Extra Life. Komm. Mach zu. Mach auf. Danke. 60 Extra Lives. Aber mehr gibt's hier nicht. Naja, egal. Whatever. Wow. Ach, das war gerade ein bisschen gemein. Aber schaffbar. Haben wir da unten irgendwas Geheimes? Nee. Da vielleicht. Man muss ja überall hier in diesem Spiel gucken. Aber man muss echt sagen,
ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber wenn man hier wirklich alle Levels richtig absucht, dann bleibt einem eigentlich kaum Zeit hier zum Rumeiern. Man hat echt wenig Zeit in dem Spiel, muss ich mal so sagen. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Das ist ja ganz gut für eine kleine Challenge, kann man sagen. Damit man einfach ein bisschen Herausforderung im Spiel hat. Und mir fehlt hier schon mal eine Münze. Das ist großartig. Die werden wir dann im Zusammenschnitt suchen. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen, wo ich die hätte holen können. Und ich bitte hier an dieser Stelle nochmal, keine Tipps oder Spoiler. Ich werde das schon selbst rausfinden. Ist gar kein Problem. Bisher habe ich alle Münzen und alle Secret Exits gefunden. Also keine Sorge. Minzmeer 2, tropische Tiefen. Das klingt nach der ersten richtigen Unterwasser-Stage. Erstmal da oben gucken. Nee. Aber da. Durchschaut. 62 extra lives. Meine Güte. Unglaublich. Oh Gott, das sieht wieder total toll aus. So. Du. Das gefällt mir ein bisschen besser als die Eispflanze, muss ich ja gerade mal sagen. Was ist das? Gott, wie eklig. Da hauen die da Münzen hin. Oh, die Münzen nehme ich mir mit und dann schießt einen die Strömung nach unten. So ein Assi-Spiel, ey. Da oben ist doch 100 pro was. Nee? Okay. Ah, dumm. Da ist auch nichts. Haben wir da oben was? Nee, einmal alles abgeschwommen. Und da unten was? Nee. Komme ich da rein oder ist die nur zum Wackeln? Ich bin mir bei den ganzen krummen Röhren nicht sicher, ob die nur Deko sind oder ob ich da tatsächlich rein kann. Aber ich glaube, die sind echt nur Deko. Mir macht es nur Sorge, dass ich noch keine Sternenmünzen bekommen habe. Das hat sich damit jetzt erstmal erledigt. War das die erste? Ja, das war die erste. Uiuiuiui. Das ist aber ein dicker Brummer. Unterwasserlevel. Wer mag die eigentlich? Ganz ehrlich. Wer mag Unterwasserlevel? Niemand! Und trotzdem sind sie überall drin. Ich habe das hier oben ganz genau gesehen. Mehr nett? Okay. Dann. Ja, kommt in echt blödesten Winkeln gerade. Weil ich echt sagen muss, dass mir hier gerade die Grafik gut gefällt mit den ganzen Unterwasserreflexionen. Sieht echt schön aus für ein Super Mario Game. Allgemein bin ich ja von den Wii U-Spielen total begeistert! ich habe ja ein paar Games, ich streame ja auch ein paar davon. Ich habe noch Zombie U und Sonic and All-Stars Racing, das neue, was übrigens bombastisch geil ist. Das neue Sonic Racing ist so ein unglaublich guter Racer. So, was haben wir denn da? Ein Stern! Sternenmünze, nein, nicht für mich, schade. Wo habe ich denn den Stern jetzt bekommen? War das nur ein Bonus? Ich glaube, das war echt nur ein Bonus. Ich bin schon wieder halb verloren, ey. Moment, da ist noch eine Röhre, wo ich hundertprozentig rein kann. So. Ich hätte gerne eine Sternenmünze. Das fände ich... Wie komme ich denn an dir jetzt vorbei? Jo. Okay. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich bin etwas verwirrt. Problem ist, das Problem ist, dass wenn ich sterbe, die Sternenmünze weg ist. Ah, gut. Harakiri! Brauche ich dafür den Stern? Aber ich komme doch niemals so schnell da durch. Oder ich brauche zwei Power-Ups. Damit würde es auf jeden Fall gehen. Jetzt wird es langsam doch ein bisschen tricky, habe ich das Gefühl. So minimal. Das reicht niemals mit dem Stern. Nein! Vielleicht, wenn ich den Stern ein bisschen hier rumeiern lasse. Der fliegt ja erst ein bisschen.
Jo. Mhm. Genauso habe ich mir das gedacht. Wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Okay, alles tutti paletti. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Vielleicht finde ich jetzt zumindest noch ein weiteres Power-Up. Na super. Das ist doch blöde. Okay, probieren wir es nochmal mit dem Stern. Ansonsten, wenn ich da jetzt wirklich keine Möglichkeit finde, dann mache ich das einfach im Zusammenschnitt, weil ansonsten wird mir das echt gerade ein bisschen zu doof. Muss ich gerade mal so sagen. So. Nee, das reicht niemals bis dahin. Brauche ich wirklich zwei Power-Ups dafür? Oder kriege ich die mit einer Feuerblume klein? Was bedeuten würde, dass ich eine Feuerblume brauche. Ah, das ist ja wieder assig. Na gut, dann holen wir uns die Münze im Zusammenschnitt. Das ist ja echt ein bisschen doof, muss ich sagen. Nicht ganz so günstig designt. Vielleicht übersehe ich auch echt einfach was. Das kann auch sehr gut sein. Das ist sehr gut möglich. Ah. Nein. Da geht's nicht rein. Nein! Oh, jai. Oh, nein. Ach. Verfolgt mich immer noch. Der. Okay. Okay. Pilz. Murks. Okay. Ich schwimme einfach hier geradewegs durch, in der Hoffnung, dass ich meinen Pilz nicht verliere. Komm. Habe ich schon erwähnt, dass ich Unterwasser-Stages nicht mag? Ich mag übrigens Unterwasser-Stages nicht. Überhaupt nicht. Wow, wir haben... Na gut, keinen Fortschritt gemacht, kann man nicht sagen. Wir haben mit der Stage 3 Stages geschafft, aber die Folge ist fast vorbei schon eigentlich. Ich will nur diese Stage auf jeden Fall noch abschließen. Ich will. Ech. Jetzt hole ich mir erstmal dahin die Pflanze. Und dann schauen wir weiter. So. Jetzt muss ich was probieren. Jetzt will ich mal sehen, ob die sich... An meinem Feuer hier stören. Überhaupt nicht. Nee. Aber ich kann mir zumindest... ich kann mir zumindest die Münze da unten holen. Da muss es doch einen anderen Weg geben. Gibt's denn eine? Mit einer Eispflanze wird es vielleicht funktionieren. Naja, oder halt so. Das war auch... Das war die dritte? Oh, Heiland. Das heißt, ich habe wieder irgendwo eine verpasst. Das heißt, wir müssen sowieso hier einen Zusammenschnitt machen. Das heißt, die ganze Arbeit war jetzt umsonst. Und ich habe hier noch so angegeben, dass das voll die Skill-Folge wird. Und was ist? Ich verkack's natürlich in der Unterwasser-Stage. Warum? Weil ich Unterwasser-Stages nicht mag. Ich gar nicht mag. Nein! Oh Gott! Uiuiui, das war mir ein bisschen zu knapp gerade. Ich bin nur noch ins Ziel jetzt. fast. Naja. Level beendet. Nein. Keine Lust. Gut, dann gehen wir noch mal schnell ins Pilzhaus und dann machen wir, Sluice. Noch ein paar One-Ups sammeln, warum denn nicht? 3, so bei. 1. Los geht's. Okay, komm schon. Nein, das war schlecht. Yes. Nein, fliegt doch nicht an mir vor. Oh, komm, ich hab's berührt. Jawohl. Okay.
Wow, das waren zwei. Na gut. Okay, dann drei habe ich wieder eingesammelt. Das heißt, ich dürfte jetzt genau auf null rauskommen. Wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Jo, sehr gut. Mensch, hat sich das gelohnt. Meine Güte. Okay, dann würde ich sagen, das war es jetzt mal von mir aus hier für diese Folge. Und würde sagen, das nächste Mal schauen wir uns dann im Turm um und auf dem Geisterschiff offensichtlich. Ich bin gespannt. Ihr auch, bestimmt. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Das ist jetzt bei euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ich werde noch einen Pilz essen. So. Bis dahin.